Servus Leute, herzlich willkommen zum Vlog. Ja, wir haben Mittwochabend, ich habe vorhin mal Futter sortiert und ja, die Rohre ist voll. Ich habe den Biomüll jetzt da drauf gekriegt, also muss ich erst einmal verfahren, um den aufzuladen. Und verfahren da mal, weil nach wie vor der orange Eichepflug oder der rote Eichepflug am KA15 hängt. Wieder mit dem KL300. Auto habe ich hausen gelassen. Habe eben mit dem Auto das Futter geholt. War ja wieder vollgeladen. Der steht noch oben vor der Garage. Also kann ich schön rausfahren. Und dann bietet sich das ja mit dem Schlepperchen hier an. Ja, das machen wir jetzt einmal. Viel Spaß!
So, und den Mist haben wir jetzt komplett verfahren. Und den Biomüll auf die Lore geschmissen. Kram ist wieder aufgeräumt, Auto wieder aufgeräumt. Ja, warum waren die Hunde nicht zu sehen beim Hinterfahren? Normalerweise sind die ja immer dabei. Ja, normalerweise, der Reini ist ja immer dabei. Ich habe ihn aber mal nicht mitgenommen. Mir war das zu riskant, weil er überall mitfegt. Ah ja, jetzt muss er. Und er soll da hinten linde, ohne Leine noch nicht. Das ist mir das Risiko noch zu groß. Er kennt sich jetzt mittlerweile ein bisschen aus. Aber gerade an linde soll er nicht unbedingt. Also das machen wir mal lieber nicht. Der soll schon erst einmal lernen, wie er hasst vor allem. Das wird schon besser. Und dass er auch beim Rufen dann herkommen soll und nicht spielen. Vorher wird das nämlich nichts. Tja. Wenn wir jetzt gerade hier stehen, die Kartoffeln unten werden auch langsam. Also ich sag mal so, die sind eigentlich schon. Bloß die Bamberger Handelmuchschen noch ein wenig, die sind noch recht grün, das Kraut. Die Kartoffeln selber schauen nicht schlecht aus, aber wird noch nicht schlüssig, ist noch nicht abgefroren, war noch nicht kalt genug scheinbar. Also wir hatten jetzt schon die erste Nacht mit 4 Grad, frisch. Aber die stehen noch wie eine 1. Sind noch saftig grün. Weiß ich nicht. Die anderen möchte ich am liebsten schon graben. Wäre jetzt eigentlich soweit. Denen könnte ich loslegen. Das Kraut ist abgestorben und sind sie noch circa 4,5 Wochen im Boden drin gewesen. Also man könnte theoretisch. Aber die Bamberger Handler sind im Weg. Ich komme mit dem Roder noch nicht rein. Und die Bamberger Handler wollte ich sowieso mit der Schleuderheu rausmachen. Weil durch ein Siebkettenruder, den ich habe, beziehungsweise durch diesen Sammelruder von Samro. Tja, das funktioniert leider nicht. Das mag nicht. Das ist dumm, weil der hinten zu grobmaschig ist, möchte ich einmal so. Da fallen die Bamberger Handler einfach durch. Deswegen habe ich gesagt, hole ich dann mit der Schleuder. Ja, und da bin ich nur am überlegen, weil jetzt demnächst dann einmal an für die Krame nehmen. Und die schmale Ackerschiene, die ich habe, also quasi die da, ohne Blech. Und dann werde ich sie mal stückchenweise rausschleudern. Das sind eigentlich nur 6 Reihen. Mal gucken, wie der Ertrag ist. Ich habe da schon einige Leute, die gesagt haben, die möchten unbedingt. Ja, das machen wir und dann schauen wir mal. Ja, die Ackerschiene und das Zugmaul vom KA15 liegt ja immer noch hier oben rum. Ja, wie gesagt, der hat ja eh noch den Pflug dahinter. So ist das halt, ne? Mal gucken, mit welchen ich das dann mache. Eventuell der KL300, muss ich sehen. Wobei der KA15 dafür mit der Schleuder eigentlich wieder ein wenig schöner wäre. Weil er mit die breiten Räder ein bisschen auf die Dämme oben fährt. Obwohl andererseits... Der hätte schöne schmale Räder, wäre eigentlich auch nicht verkehrt, dann fahre ich zwischen die Dämme. Weiß ich noch nicht, muss ich mir mal überlegen, welche ich nehme. Zum Roden mit dem Samro wird auf alle Fälle wieder der KL300 genommen. Ganz einfach, weil der die Doppelkupplung hat, der ist dafür zuständig. Der hat es jedes Jahr gemacht und der macht das auch wieder. Weil Doppelkupplung hat den Vorteil, ich kann halt stehen bleiben und kann das Gerät weiterlaufen lassen. Und das kann der KA15 halt nicht. Wenn ich stehen bleibe, dann steht auch der Roder. Dann müsst ihr den Gang rausmachen und dann müsst ihr den Roder wieder einschalten. Ist halt recht umständlich. Vor allem, wenn du die kurze mal anrucken willst oder so, dann ist es doch mit dem KL300 wesentlich schöner und entspannter. Und da wird der wieder genommen. Und wenn es wieder so frisch ist, wie letztes Jahr, dann hat der auch einen Vorteil, weil da pfeift es nicht so rein, weil ich habe ein Dächle drüber. Naja, gucken wir mal. Das wird auf jeden Fall die nächsten Tage jetzt dann nochmal anstehen. Ja, für das, dass ich Kartoffeln am 18. Mai, ich habe nachgeguckt, erst in den Boden gebracht habe, muss ich sagen, bin ich eigentlich begeistert, dass die schon so weit sind. Also letztes Jahr habe ich sie früher rein und da haben wir sie erst Anfang Oktober gerodet, wenn ich mich nicht täusche. Ja, irgendwie so. Ich glaube so um den dritten rum. Könnte sein, weiß ich nicht. Möglich wäre es. Nur gut. Also so viel hierzu. Ich mache jetzt noch meine Viecher. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, und
Die zwei Knalltüten da, die begleiten mich. Na, Reili. Willi? Schwanzmädle. Du hast dich schon eingelebt, gell? Ja, der versucht jetzt dem Reili stückweise den Rang abzulaufen. Merkt man ja schon an. Beim Futter ist er halt ein bisschen eigenwillig und wenn er dann in der Korb rein will, vertreibt er auch den Reili mal. Reili hat sich jetzt schon ein paar Mal gescheit zur Weg gesetzt. Naja, der versucht halt hier das Oberwasser zu kriegen, ne? Ja, und weiß gar zu sehen, die Äste von unten im Quittenbaum, die biegen sich auch ganz schön. Die werden auch langsam reif. Bisschen noch. Mal gucken, vielleicht fahrst du wieder zum Saften. Oder es gibt ja wieder die Viecher wie letztes Jahr. Die haben sich auch gefreut. Gut, machen wir noch was. So, wir haben mittlerweile Donnerstagabend. Ja, die Zeit, die rennt und rennt und rennt. Ja. Ich habe heute eigentlich Appel gekriegt. Ich sage jetzt nicht warum. Der ein oder andere weiß es. Ich möchte in diesem Sinne hier auf diesem Wege vielen, vielen Dank sagen für das Paket, das gekommen ist. Ich nenne jetzt mal lieber keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob das gewünscht ist. Aber es ist ein schönes Paket gekommen. Da war auch was für den Reili und für die Miezekatzen dabei und ein bisschen was für mich. Da sage ich vielen herzlichen Dank dafür. Ja, und ein anderes Päckchen ist noch gekommen. Teile für die Flüge. Ja, dass ich ein wenig einen Flugknall habe, das weiß jetzt der ein oder andere mittlerweile. Erst ackert man das ganze Feld mit dem Krame, dann ackert man das Feld mit dem IHC. Ja, und der Mutter Leiche hat es schon geschrieben. Und jetzt ackert er es auch schon wieder. Ja, ackern ist einfach schön, mir macht es Spaß. Und ja, ich habe für die Flüge was bestellt. Ich habe gesagt, ich richte sie alle zwei zusammen. Die ersten Teile sind da. Und zwar die neuen Schare und Schläuche. Tja, das nenne ich doch mal ein schönes Schnabelschar. Das gefällt mir. Hervorragend. Saumäßig lang, saumäßig spitz. Bloß einmal im direkten Vergleich. Vorher, nachher. Also so schaut es jetzt aus. Und lege ich das genau auf die Löcher, wo quasi dann das Schar verschraubt wird. Das wäre hier. Das sind doch mächtige Schare. Ja, ist genau die Baugröße auf diesem Pflug. Original haben die Eicherpflüge auch solche Schare drauf gehabt. So war das mal. Das Schar ist jetzt ein Frank-Schar. Die passen genauso Universalteil. Von ja, Granit haben wir das bestellt. Sind Universalschare, muss man sich zurechtsuchen. Hersteller ist Frank. Ja, schöner Schnabel vorne dran, damit sie kräftig in den Boden einziehen, weil wenn man sich das jetzt mal vergleicht, hier drüben die Seite, von dem Schnabel ist nichts mehr zu sehen, ist fast glatt, rutscht schnell über den Boden drüber, lässt sich ganz schlecht einziehen, nicht so toll. Und der da, der hat also eine richtig schöne lange Spitze dran, quasi wie mein Kronepflug. Wer den Kronepflug kennt, der hat ja da diese Wechselmesser vorne dran oder diese Wendemesser, sind ja auch wie diese Schnäbel, bloß zum Rumdrehen. Ja, und das Ganze habe ich jetzt viermal für den Flug und viermal für den anderen bestellt. Sind jeweils zwei rechte und zwei linke Schare. Der Berg liegt da. Das ist es. Das sind die Schläuche dazu. Weil der Reifen da, der hat ein kleines Löck. Der ist ziemlich schlapp, möchte ich sagen. Die Mäntel sind auch ziemlich porös. Und das ist ja wie so ein Schubkarrenrädler, könnte man sagen. Ich habe mal vorher jetzt geschaut, welche der Maß. Und hat mir jetzt da auch neue bestellt. Hat er noch geguckt, es gibt ein Pflegeprofil, das ist dann wie so ein Sockenreifen aufgebaut. Oder dieses Profil da, mit diesen glatten Rillen, wie es halt auf die, ja, ich sag mal, auf den meisten Heuwände oder so auch zu finden ist. Oder halt auf einer Robben. Und da hat er jetzt das glatte bestellt. Weil mit dem anderen das Bug bloß zu, da ist den ganzen Dreck drin und so, die laufen eigentlich schön sauber, sieht man jetzt da. Du siehst da gar nichts drauf, so muss das. Ja, da habe ich jetzt dann die Schläuche und die Reifen dazu, die kommen dann morgen noch. Ja, was man bei dem Flug hier vielleicht noch gut erkennt, ich bin jetzt selber gerade ein wenig erschrocken. Die alten Schare sind ja, sagen wir mal, relativ gleichmäßig abgenutzt. Geht ja alles in sich über, vom Schar unten ins Streichblech, das ist ja ein schöner Schwung. Passt aber nicht.
Weil, wie gesagt, wenn der Schar drauf ist, ja, da fehlt schon ein bisschen was vom Streichblech. Schade. Sehr abgenutzt. Ist halt so. Hinten schaut es nicht besser aus. Ja, die haben halt schon einige Betriebsstunden gelaufen. Und da sind die Schare so dermaßen abgenutzt. Tja, dass halt die Streichblech auch erwischt wurden. Das ist bei meinem anderen Flug aber besser, weil da ist ja schon was gemacht worden. Ja, beim roten Eicheflug, den ich habe, da ist das ein bisschen besser. Da sind ja schon mal aus Federstahl Streichblech, ja, Verlängerungen draufgeschweißt worden. Das machen wir sauber hier. Also da hat sich ja mal jemand verausgabt und hat Verlängerungen aufgeschweißt. Man sieht schon auch hier die Abnutzung wieder. Das ist klar. Das ist halt einfach, wenn viel gearbeitet wird. Und man darf nicht vergessen, der Flug hier hat ja jetzt den ganzen Acker unten gemacht. 2,71 Hektar waren es. 2,88 hat der Acker Hektar. Und ja, wie gesagt, 2,71 habe ich jetzt geackert damit. Ja, ein paar Bahnen waren es mit den anderen, mit dem blauen, aber es hat nicht schön funktioniert. Der hat sich ganz gut geschlagen. Man sieht hier auch, die Schare sind ganz anders abgenutzt. Die sind gerade. Beim anderen sind die ja hier so schräg rinderlaufend. Ich führe das mal auf falsche Einstellung zurück vom Vorbesitzer. Ja, ist halt so. Hier, wenn man jetzt so eine Schar drauflegt, es passt nicht 100 Pro, aber ich sag mal, halt so. Ja, da. Ein bisschen besser. Der Übergang ist nicht ganz so lang. Was ich halt hier dann machen muss, ist logischerweise gucken, dass ich dann entweder neue Federstahlstreifen hier aufschweiß. Beziehungsweise das werde ich auch beim anderen machen. Ich weiß, es ist nicht original und da wird es wohl mit Sicherheit Leute geben, die dann sagen, macht es nicht, schade drum oder überhaupt oder sowieso. Aber es bleibt nichts anderes übrig. Man wird es machen müssen, weil das Endergebnis ist, irgendwann ist halt nichts mehr von dem Streichblech über. Seltsame Furche drin. Haben sie die alle? Komisch. Ich habe mich gerade gewundert, das ist wie so eine Einkerbung. Na, wer weiß. Auf jeden Fall, das muss man bei allen dann machen. Da kommt man gar nicht drum rum. Ist schade, aber ja, die Streichbleche, ich habe sie noch nirgendwo gefunden, dass es die noch neu gibt. Das ist auch bei den Universalteilen die Größe definitiv nicht dabei, sonst hätte ich die auch neu genommen. Aber naja, da machen wir zumindest unten die Schuhe selber neu. Die Streichbleche lassen wir, wie sie sind. Und dann ne, schauen wir mal weiter, sehen wir dann schon. Das ist auf jeden Fall mein Winterprojekt. Das habe ich so eingeplant. Im Winter die zwei Flüge dann zusammenrichten. Ob ich wieder Aufschriften drauf mache, wie sie hier mal war, also hier oben. Ich glaube nicht, dass ich die noch mal hinkrieg. Aber zumindest die Typenschilder will ich aufheben. Die entweder ausbohren, das Ganze sandstrahlen oder irgendwie so die Richtung. Muss ich mal gucken, oder mit der Flex bearbeiten. Irgendwas in die Richtung. Bloß die werden dann sauber hergerichtet und dann kriegen sie neue Reifen, neue Farbe, neue Schare. Und im nächsten Jahr dann ist ja fest geplant mit dem Flug mit Steinsicherung einen Äpfelacker zu ackern. Und ich meine, ich habe ab nächstes Jahr, ab 1. April dann wieder eine Fläche mehr, weil ich immer wieder gefragt werde, was ist jetzt mit dem Acker? Ja, wir haben darauf gehofft, dass es im Herbst ist, aber der Vertrag läuft erst im April aus. Solange ist das als Stilllegung angemeldet. Kriege ich es jetzt nicht her. Jetzt muss ich halt bis April warten, bis 1. April, und dann kann ich in den Acker rein. Und dann schauen wir mal. Mal sehen. Ja, und mit dem Haferanbau, der war ja eigentlich geplant. Nur hat sich jetzt aber herausgestellt, wir haben keinen Abnehmer. Es gibt keinen Abnehmer für Hafer. Will keiner. Nimmt für unsere ganzen Läden keiner ab. Weiß ich selber noch nicht, was ich mache. Baue ich noch an oder verführe ich noch? Die vor die ganzen Landhändler, die haben gesagt, geht eigentlich nur Direktvermarktung ab Hof. Tja, muss ich ja mal schauen. Also an der Stelle, ich könnte an Hafer anbauen.
Wer mich kennt, der weiß, ich spritze ja nichts. Also es ist quasi Biohafer, aber wir sind halt kein biozertifizierter Betrieb. Von daher kann ich noch nicht als Bio verkaufen offiziell. Ich muss auch mal schauen, was ich mache. Vielleicht baue ich noch an und nehme da zum selber verfüttern oder keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, das Feld da draußen. Ja, da werden wir dann auch mal schauen, vielleicht mit dem oder mit dem anderen, dass wir es ackern. Da ist ein Haufen Sauerampfer drin und ich glaube, den kriege ich da damit auch ganz gut weg. Ja, jetzt wisst ihr, was ich bestellt habe. So, jetzt stehen wir in meiner Küche und ich habe gesagt, ich habe noch mehr Peking gekriegt. Ja, ich habe jetzt auch mal richtig Zeit gehabt, über alles drüber zu gucken. Und ich habe von YouTube-Zuschauern, habe ich auch was bekommen. Zeige ich mal kurz. Also, wie gesagt, ein sehr herzliches Dankeschön an euch. Eine schöne Kiste. So eine habe ich ja schön groß, da habe ich immer meinen Papiermüll drin und die stelle ich mir mit zu der anderen noch. Das ist eine schöne Sammelkiste, da kann ich dann immer so Plastikmüllreste, kann ich da drin sammeln. Hinten im Schlafzimmer, da habe ich ja alles so ein wenig auf Britisch-Englisch gemacht. Dann eine schöne Ladung Servietten, die kann man immer gebrauchen. Und ein Mauspad, das ist auch nicht schlecht, das passt dann gut zum Zimmer dazu. Das alte ist eh schon ziemlich verblichen. Da waren noch mal Tiger und Paula drauf, aber sie kennt man schon bald nicht mehr. Ein paar Becher. Auch nicht schlecht. Fleck, was ist denn los? Ja, für die Hunde hat auch gleich was dazugegeben. Für Reini und Willi. Und für die Miezen. Fleck? Fleck? Du hast die Fleck? Die Fleck frisst sowas leider nicht, aber ist nicht schlimm. Die kriegt dafür was anderes. Der Kini wird sich freuen, der Shawnee wird sich freuen. Tiger und Cookie bestimmt auch. Ja. Willi, du freust dich auch, gell? Ja, aber jetzt abends gibt's nichts mehr. Nö, weil da musst du bloß heute noch gleich wieder, ne? Für die Miezen gibt's aber schon noch was. Denen mache ich dann gleich was auf. Reini? Tja, bevor wir unterbrochen worden. Als da das Telefon geklingelt, hat mein Bruder noch angerufen gehabt und hat mir gratuliert. Und ja, der Nachbar war auch noch ihm. Der hat einen weißen Pressock und ein paar Gummibärler vorbeigebracht. Also vom Nachbarn und von der Nachbarin halt. Ja, die Miezen und die Hunde haben ihr's gefuttert. Die Fleck hat, wie gesagt, ihre Extra-Ration gekriegt. Die kriegt immer so Knabberstängler oder vom DM. Sind so, ja, keine Ahnung, 10er Begleime. Die frisst nichts anderes, die macht keine Katzen-Trockenfutter, die macht keine Katzen-Nussfutter. Die will bloß die Knabberstängler oder alles, was ein Mensch ist, das kann sie auch essen, aber alles andere, wie gesagt, mag die nicht. Spezielle Katzennahrung, hängt da die Fluppen unter, kein Bock, gib mir was anderes oder frisst gar nichts. Du, ihre frisst dann Vorhang dann oder sowas an. Aber die Dinge muss er haben. Die ist halt ein bisschen komisch, die Katze. Ja, das hat sie gekriegt. Was ich eigentlich noch machen wollte, vorhin, das war noch die Karte vorlesen. Und zwar war die ja auch dabei.
Ja, die wollte ich vorhin noch vorlesen. Dorfkind und stolz drauf. Ja, trifft ja wohl irgendwie zu. Ja, und die Karte lese ich vor, weil da ist ein kleiner Hinweis unten drauf. Da steht Datenschutz, Doppelpunkt. Diese Karte darf vorgelesen werden. Ja, machen wir doch. Vorhin noch überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Und habe das aber gesehen, dass das drauf steht. Und deswegen wollte ich das vorhin dann eigentlich schon machen. Bin aber nicht dazu gekommen. Also machen wir es jetzt. Jo, was steht auf der Karte? Lieber Michel, wir wünschen dir von Herzen alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Vor allem Gesundheit für dich und deine Lieben. Hab einen schönen Tag. Ja, Happy Birthday. Fisch. Zwei Miezekatzen. Mit Nils und Ilvi. Geschrieben vom Steffen und von der Sandra. Der Steffen ist der Nils bei YouTube. Und die Sandra überaus köstlich. Beziehungsweise bei Instagram der Gome 1978 und die Florentine Flieder. Ja, man kennt sich, man schreibt sich ja ab und an auch mal hin und her. An euch auf jeden Fall recht herzlichen Dank, schöne Grüße zurück und drückte mal die zwei Katzen. Wir haben ja vorhin schon wen geschrieben gehabt, weil ich noch einmal ja angeschrieben habe, dass ich auch wirklich darf. Und ja, also wie gesagt, ich habe mich wirklich richtig gefreut und ich habe das Mauspad auch schon hierher. Das liegt schon an Ort und Stelle, passt ganz gut. Und die Kiste habe ich hier unten mit. Also da habe ich immer meinen Papiermüll drin. Und da kann ich jetzt dann so Plastikmüllreste drin sammeln. Ja, passt doch ganz gut. Ja, gibt es dann sonst noch was zu sagen? Jetzt wisst ihr auf alle Fälle, warum ich Päckchen gekriegt habe und was ich gesagt habe. Ich möchte auf diesem Wege hier nochmal an alle recht herzliches Dankeschön sagen, die an meinem Geburtstag an mich gedacht haben. Jawohl, ich bin heute 29 geworden. Waren doch der ein oder andere über WhatsApp habe ich Nachrichten gekriegt und über Facebook und Instagram und ja. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle. Ich bin ja normalerweise nicht so, ich feiere ja eigentlich den Geburtstag gar nicht. Vor allem, es wurde der 29. Das ist ein ganzer Ungerade. Eigentlich überhaupt nicht, aber ich freue mich natürlich trotzdem. Also, wie gesagt, recht herzliches Dankeschön an alle da draußen, die an mich gedacht haben. Ja, mit diesem Video, das war es jetzt auf alle Fälle. Mehr gibt es nicht zu sagen. Was soll man auch noch groß sagen? Ja, die nächsten Tage wird es jetzt wohl dann dran gehen, dass ich mit dem Kultivator drunter drüber fahre und gesät wird jetzt dann noch. Wir haben übrigens den Plan schon wieder umgeschmissen. Der Vater, der macht jetzt einen Gelbsenf rein, weil Raps haben sie uns abgeraten, wenn der schon wieder so trocken ist, der wird nicht aufgehen, weil eigentlich wollte man einen Winterraps rein machen. Da ist das Saatgut gut zu teuer, wenn es dann nicht aufgeht. Da haben uns die von der Raiffeisen empfohlen, einen Gelbsenf. Der wird relativ dicht. Geht normalerweise bei wenig Wasser auch schneller auf wie die Distel. Hoffen wir mal drauf. Keine Ahnung. Hauptsache ist es was drin. Ja, das wird auf alle Fälle gemacht. Demnächst wird es auch losgehen, dass ich mit dem Mähwerk und mit dem Ladebogen wieder unterwegs bin. Die Wiesen gab mehr. Und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt im Video. Also am Mittwoch. Dass ich die Äpfelschleuder mal raus tue, dass ich die Bamberger Handler rausgrab. Auch das steht an. Ja, eine Haufen Arbeit. Der Herbst ist nochmal arbeitsreich und da danach geht es dann in den Winter. Da wird es dann, sagen wir, deutlich ruhiger wie jetzt. Sollte mir die anstrengende Arbeit. Ach ja, Mischstreuen hätten wir auch noch. Das kommt auch noch, aber das wird wohl noch. Ja, ich schätze mal, bis Anfang Oktober werden wir da noch brauchen. Weil die Wiesen sollten erst abgemäht sein. Wäre schon schöner. Gut. Ja, das war es auf alle Fälle für dieses Video. Ich sage jetzt an alle vielen, vielen Dank nochmal. Hab mich wirklich gefreut. Ja. Ich wünsche jetzt allen ein wunderschönes Wochenende. Man hört sich wieder. Vielleicht am Samstagabend, das weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir einen LS-Livestream. Keine Ahnung. So quasi live von der Hulzer Map. Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht. Ich schneide jetzt mein Video gar fertig. Tada! Schon fast zu Ende. Ich spreche jetzt quasi das Schlusswort, weil ich habe jetzt telefoniert gehabt noch und
Ja, es ist alles ein bisschen später geworden. Aber es macht nichts. Ich dachte, es sind heute einige gekommen. Ich wünsche jetzt auf alle Fälle was und man hört sich wieder. Und ich labe schon wieder um Kopf und Kragen. Das gibt es gar nicht. Servus und ein schönes Wochenende. Ciao.